Was ich mich schon immer gefragt habe, was brauche ich, um einen Handyfilm zu machen? Naja, ein Handy. Irgendein Handy? Nein, das Handy muss Videos aufnehmen können. Also los. Erster Schritt. Die Geschichte. Erfinde eine Geschichte, die du realisieren kannst. Eine Geschichte, die du mit Freunden, Bekannten oder Verwandten drehen kannst. Der nächste Schritt. Das Filmen. Aber bitte, bitte nicht hochkant. Film heißt Querformat. Und los geht's. Überleg dir, wie du deine Geschichte filmen möchtest. Zum Beispiel in einem Stück, das heißt ohne Schnitt. Oder mit sehr vielen Einstellungswechseln. Einmal von oben, von unten, von hinten, von vorne, von weit weg, von nah. Nur denk daran, dass du das Material dann auch schneiden musst. Denk halt daran, dass die Art des Films auch der Geschichte passen soll. Oder du einfach mit dem Medium spielst. Der Ton macht die Musik. Stichwort Musik und Ton. Umgebungsgeräusche und schlechter Aufnahmeton können deinen Film schwer verständlich machen. Du kannst den Film natürlich nachvertonen. Das heißt, du sprichst alles extra und versuchst es dann im Schnittprogramm Lippensynchron anzulegen. Aber meistens sieht das komisch aus. Oder du machst einen Stummfilm. Oder du schaust, dass du das Handy nicht zu weit vom Schauspieler entfernt hast. Dadurch versteht man die Worte besser. Das Problem dabei ist, dass die Einstellung sehr eingeschränkt ist. Ich könnte gerade einen 100-Meter-Lauf gewonnen haben und niemand hätte es bemerkt. Apropos Einstellungsmöglichkeiten. Wenn du dein Handy während dem Filmen irgendwo auflegen kannst, wirken die Bilder automatisch ruhiger und professioneller. Aber auch ohne Stativ kann man natürlich eindrucksvolle Bilder herstellen. Und was ist jetzt mit Musik? Das kann in die Hose gehen. Du kannst nicht einfach ein bekanntes Lied hernehmen und darauf losspielen. Entweder zahlst du die Rechte beim Rechteinhaber, das heißt, du gibst dem Künstler oder dem Verleih oder der Produktion des Stückes Geld. Oder du lädst rechtefreie Musik herunter und legst sie im Schnittprogramm zu den Bildern. Schnittprogramm? Ja. Heutzutage kommen die meisten Computer schon mit Schnittprogramm ins Haus. iMovie für Mac oder Windows Movie Maker für PCs. Und wenn alles fertig ist, dann? Ja, so einfach ist es. Und viel Glück.